Ja, also ist ja klar, dass das ein, wie gesagt, ich habe ja vor dem Spiel schon gesagt, dass die Truppe wahrscheinlich in der Regionalliga auch eine ordentliche Rolle spielen würde. Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft, eine gute Mannschaft. Das hat man heute auch gesehen. Und ich bin froh, dass wir wieder mal nach Standardsituationen heute gefährlich waren, weil die trainieren wir halt auch sehr oft und da freut man sich natürlich, wenn da mal einer reingeht. Also ich hoffe, irgendjemand war im Wettbüro und hat genau das Ergebnis so getippt. Also ja, schön, dass es genau so gekommen ist. Ja, aber auch wichtig, dass wir weitergekommen sind, also nur das zählt. Den Spielverlauf, den habe ich jetzt vor kurzem schon mal gehört im Interview von Herrn Steinborn. Es ja, ist einfach so ja, das Bitterste, was passieren kann, wirklich, wie du sagst. Leider ist es so gekommen, können wir jetzt nicht ändern, aber ich glaube nicht, dass wir hier schlechter waren. Wir waren einfach nicht effektiv genug und das war das Problem. Die Gegner haben das Spiel eigentlich nur durch Unruhe irgendwie härter gemacht, als es eigentlich war. Und wir sind souverän weitergekommen, 3-0 und ja, wir sind zufrieden mit der Leistung. Auf jeden Fall, wir haben noch felsenfest daran geglaubt, dass wir hier was holen können. Haben auch an das Viktoria-Spiel gedacht. Und es ist natürlich, dass wir dann direkt das Dritte kriegen, so schnell wieder durch einen Standard, durch einen Einwurf. Da hatten wir halt echt Probleme, muss ich sagen. Ja, aber sonst kann ich der Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen. Ja, heute haben wir die mal endlich ausgenutzt. War bisher noch nicht der Fall gewesen. Einmal in Halberstadt, aber heute waren wir echt sehr gefährlich nach den Einwürfen. Ja, ein, zwei Assists gemacht, auch gut. Ich habe mit Kimi danach geredet. Er meinte, ja, er hat nicht mit gerechnet, dass ich zu ihm spielen werde. Er hat gedacht, irgendwie, keine Ahnung, da ist noch irgendjemand dahinter, aber ich wollte halt zu Kimi spielen. Und dann sah es halt ein bisschen blöd aus für uns beide natürlich.